Sturzbäche in den Straßen, niedergerissene Brücken, schlammgeflutete Häuser. Die portugiesische Ferieninsel Madeira bietet nach schweren Regenfällen ein Bild der Verwüstung. Teile der Inselhauptstadt Funchal sind überschwemmt. Erdrutsche und Gerölllawinen begraben auch in anderen Teilen der Insel Häuser und Autos unter sich. Mehr als 40 Menschen kommen ums Leben. In überfluteten Tiefgaragen werden weitere Vermisste vermutet. Unter den Opfern ist mindestens eine Touristin. Das als Blumeninsel bekannte Madeira liegt 500 Kilometer vor der afrikanischen Küste im Atlantik und ist auch bei deutschen Urlaubern sehr beliebt. Mit schwerem Gerät machen sich die Inselbewohner an die Aufräumarbeiten. Die portugiesische Zentralregierung hat Helfer und Spürhunde geschickt. Inzwischen wird Kritik am Städte- und Straßenbau auf der Ferieninsel laut. Viele Flächen wurden in den vergangenen Jahren versiegelt, sodass die Wassermassen nach schweren Regenfällen nicht mehr abfließen können.